فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون بارك الله فيكم. Gegenwart, im Gegenwart leben und Religion praktizieren. So, بارك الله فيكم. Eine der schönsten Eigenschaften unserer Religion ist, dass unsere Religion, بارك الله فيكم, das Gegenwärtige vertritt. Das heißt, wir leben in Gegenwart und wir versuchen, die Religion zu praktizieren. Natürlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion gegeben hat und er weiß alles. Er hat alles erschaffen. Ala ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir. Er hat alles erschaffen und er weiß. Er ist kundig mit dem, was seine Diener tun. Und er ist gnädig, subhanahu wa ta'ala. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala uns das befohlen, was wir aushalten können, was wir ertragen können. Er hat uns verboten, was schlecht für uns ist. Und der Islam, barakallahu fikum, behandelt die Probleme der Gesellschaft und die verschiedenen Probleme nach bestimmten Maßstäben. Und dass man gegenwärtig lebt, heißt, dass man nicht in Illusion lebt, barakallahu fikum, sagt Allah. Weil einige Leute, die in Illusion leben, wenn sie dann die Gegenwart begegnen, dann werden sie enttäuscht. Wenn man diese Enttäuschung meidet, dann sollte man verstehen, dass wir, dass die Muslime religiös sind und gegenwärtig leben. Und diese Verbindung ist wichtig. Einige, die zum Islam aufrufen, wollen von den Leuten, dass sie vollkommen werden. Keiner macht Sünde, alle tun das, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, keiner macht Fehler und jeder versteht richtig und jeder hat guten Charakter. Wer so denkt, barakallahu fikum, lebt in Illusion, weil das überhaupt nicht sein wird. Diejenigen, die so weit sind von ihrem Gegenwart und natürlich auch dass sie in Illusion leben, sind wie derjenige, der heiraten will.
der will eine vollkommene Frau haben, vollkommen in Schönheit, vollkommen in Charakter, vollkommen in der Religion, vollkommen in allen Themen. Am Ende heiratet diese Person nicht. Und wenn diese Person dann heiratet, dann wird diese Person enttäuscht und wird einen Schock bekommen. Und entweder zeigt diese Person Geduld oder am Ende gibt es Scheidung. Und die Person wird immer leiden. Deshalb, barakallahu fikum, dass man nicht das Gegenwart von den Leuten versteht, dass man nicht versteht, wie die Leute leben, führt dazu, dass, dass viele Leute größere Probleme bekommen, als die sind. Derjenige, der denkt, dass wir Leute wie Abu Bakr und Umar haben würden, als Führer oder Oberhäupte der Muslime, oder Leute wie Sahaba, die diese Religion praktizieren, diese Person lebt in der Illusion, weil wir sowas nicht haben werden. Wie Abu Bakr und Umar, es werden keine Leute wie Abu Bakr und Umar kommen. Ist vorbei. Das wissen wir. Und Barakallahu fikum, derjenige, der die Leute aufruft, dass sie wie die Sahaba leben, der wird am Ende nur Enttäuschung ernten. Deshalb, Barakallahu fikum, die Leute werden nicht wie die Engel werden. Wie Engel werden die Leute nicht sein. Und wer denkt, dass man den Leuten ein Wort oder zwei Wörter oder eine Predigt oder zwei Predigten halten wird und die Leute werden sich ändern zum Guten, dann diese Person hat etwas, was Unmögliches verlangt. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Vollkommenheit nicht vorgeschrieben, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass wir niemals vollkommen werden. Und deshalb sagte Abu Hurairah, der Prophet sagte, bei demjenigen, der meine Seele in dessen Hand hat, wenn ihr keine Sünden begeht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch vernichten und ein Volk bringen, die das Volk, die Leute des Volkes, die begehen Sünden und die bitten Allah um Verzeihung, Vergebung, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeihen. Deshalb gab es unter Sahaba Leute, die Sünden begangen haben, obwohl der Koran sie gelobt hat, dass sie die beste Nation sind. Und einige Propheten haben unachtsam etwas gemacht, wie Adam a.s. Wenn Adam Fehler gemacht hat, dann wie ist das mit seiner Nachkommenschaft? Deshalb, barakallahu fikum, dass man die Leute mit den Leuten abrechnet, weil sie nicht vollkommen sind, ist falsch. Und das hat, dieser Gedanke hat, hat diese Nation schwer verletzt, indem man dann am Ende die Gelehrten nicht mehr angenommen hat, die Leute vom Islam ausgeschlossen hat und einige haben die Muslime getötet. Und unsere Gegenwart ist Beweis, als großer Beweis. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte die Lage verstehen und gegenwärtige Situation der Menschen begreifen. Und da sollte man langsam versuchen, das zu ändern. Man sollte natürlich nach der Vollkommenheit, die in der Religion vorgeschrieben ist, verlangen und versuchen, das zu praktizieren. Aber man wird nicht vollkommen sein oder werden. Mit anderen Wörtern, barakallahu fikum, sakum lachir, ist die Sache so, es gibt eine Gesellschaft, es gibt eine gegenwärtige Situation, wie die Leute denken, wie sie handeln, wie sie, was sie von Verhalten haben. Und da gibt es hier Plus und Minus. Und da gibt es hier Defizite. Es gibt gute und schlechte Seiten. Da sollte man aber nicht versuchen, dies zu blenden und mit Augen der Sahaba unserer Gegenwart betrachten. Das geht nicht. Wir sind wir und die Sahaba sind die Sahaba. Ihre Situation war anders, unsere Situation ist anders. Ihre gegenwärtige Situation war total, total verschieden als unsere. Deshalb derjenige, der die Leute zum Islam aufruft, muss auch verstehen, wie die Leute denken und was sie sagen. Das heißt nicht aber, dass man die Religion ändert, damit die Leute zufrieden sind. Auf keinen Fall.
sondern man muss versuchen, die Leute zu reformieren, damit sie die Religion richtig praktizieren und nicht umgekehrt. Aber man sollte verstehen, wie die Leute denken, wie sie, was für ein Verhalten sie haben. Heutzutage sehen wir, dass die meisten Muslime nicht mehr diese Bindung an ihre Religion haben. Die Bindung ist an Dunya, an diesseitigen Leben und nicht an jenseitigen Leben. Viele verstehen gar nicht, was im Koran ist, was in der Sunna ist. Viele wurden absichtlich in die Unwissenheit getrieben, damit sie Koran nicht verstehen, damit sie Sunna nicht verstehen. Mit diesen Leuten redet man anders. Und die Dauer auch mit diesen Leuten ist total anders. Du musst gläubig bleiben, aber du musst auch mental richtig sein. Das bedeutet, du verbindest diese mentale und religiöse. Und die Religion ist oben. Und dann verstehst du die Lage der Leute. Wenn man zum Beispiel in China Dauer machen wird, ist anders, als wenn man in Saudi-Arabien Dauer machen wird. Wenn Saudi-Arabien Dauer machen will, ist anders als in Syrien oder Libyen oder Marokko oder zum Beispiel Bosnien oder Tschetschenien. Jede Situation hat ihre Rahmenbedingungen und jedes Volk hat bestimmte kulturelle, sage ich jetzt, Ansätze oder bestimmte kulturelle, sage ich jetzt, abscheulichen Dinge. Da muss man aufpassen. Beispiel. Du kannst keinem Albaner oder Bosnier sagen, geh heirate deine Cousine. Die verstehen das nicht. Obwohl Ali, radwallah Ali, seine Cousine geheiratet hat. Und sie ist Fatima. Und wenn du ihm sagst, okay, Ali und Fatima, Cousin, der Prophet sallam hat auch. Die verstehen das nicht. Warum? Weil es in ihrer Kultur so ist. Deine Cousine ist deine Schwester. Deshalb, da braucht man Aufklärungsarbeit hier. Ja? Du kannst nicht jetzt auch in anderen Ländern, die verstehen bestimmte Themen nicht. Da sollte man nicht einfach, jetzt zum Beispiel, wir dürfen doch mit Schuhen, als Beispiel, wir dürfen mit Schuhen beten, richtig? Ja, dann gehe ich jetzt nach unten, ziehe meine Schuhe und die Leute, ich gehe in die Moschee mit Schuhen. Sag mal, was ist los mit dir hier? Wir beten doch auf dem Weg. Sag mal, ja, man darf mit Schuhen doch beten. Das ist kein Dauer. Und diese Art Provokation immer zu provozieren, damit man etwas erreicht, das ist kein Dauer. Und das ist nicht die Methode. Gegenwärtig ist falsch, auch religiös ist falsch. So, barakallahu fikum, sagt man sollte, ein Muslim ist gläubiger, überzeugter von seiner Religion, gegenwärtig lebend, mental richtig denkend, und wenn er zum Islam aufruft, dann sollte man die Ansätze der Dawa verstehen und da sollte man auch etwas barakallahu fikum, Mentalität mäßige Kenntnisse über die Leute, die zum Islam aufgerufen werden, besitzen. Wenn man das nicht hat, dann macht man eine falsche Dawa. Und mein Bruder hat mir etwas Schönes gezeigt. So ein sehr schönes. Das sagen wir schon seit langer Zeit. Aber vielleicht die Form ist schön. Der hat gesagt, eine Person wollte in Dschihad ziehen, kämpfen. Und natürlich dort, wenn die Gruppen zusammen sind, dann machen sie eine Person, die verantwortlich ist für religiöse Fragen. Und eine Person ist so in ein Land gefahren. Und weil diese Person ein bisschen Koran schön lesen kann und ein paar Hadithe kennt, da hat man gesagt, okay, wer machen wir als Mufti für unsere Gruppe? Den. Und der Chef von der Gruppe hat ihn gemocht, weil er immer an seiner Seite ist. Der macht Mau'idah, der macht Predigten und so. Und die Leute haben ihn gemocht, weil er Koran liest, Imam macht und so weiter. Und dann ist er, diese Gruppe ist gewachsen. Und diese Person ist natürlich gefordert.
Der war verantwortlich für 10, dann ist er für 100, dann ist er für 1000. Und dann gab es Leute, die unter seiner Hand sind. Und weil die Leute ihn mögen, die haben ihn immer der Sheikh genannt. Der hat sich gefreut. Obwohl die Person ist die gleiche Person geblieben. Der kein Wissen hat, der nicht gelernt hat, aber weil die Leute ihn gefordert haben und der sieht sich oben, dann hat er angefangen, was? Fatwa. Recht und links, Rechtbrüche zu machen und religiöse Urteile zu fällen. Aber die Person ist geblieben, die gleiche Person. Und wenn solche Leute eine Umma führen werden, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass unsere Lage so geworden ist. Hier in Europa. Die meisten haben kein Wissen. Und da gibt es einige, die sich mit Wissen ein bisschen beschäftigt haben. Vielleicht die Koran gut lesen, die paar Hadithe gelernt haben. Weil die anderen nicht so viel Wissen haben. Und die sehen die anderen, die kennen ein bisschen mehr Koran, mehr Hadithe, dann denken sie, aha, diese Leute haben großes Wissen. Und durch Lob von den Leuten, natürlich, wenn du den Leuten das gibst, was sie wollen, dann bist du gut. Durch Lob von den Leuten und Unterstützung denken einige, dass sie so geworden sind, in der Lage, dass sie wirklich Fatwa geben können. Und deshalb siehst du, ein paar Leute, die können gar nicht, die haben niemals gelernt in der Religion. Und weil die Leute sie loben, dann fangen sie an, Urteile in der Religion zu fällen, gegen Koran, Sunna zu sprechen, gegen Ulema zu sprechen, abwertend über die religiösen Fatawa von den großen Gelehrten von Salaf zu urteilen. Abwertend. Warum? Weil diese Leute, wie dieser Mann, der klein war, und sein Wissen war klein, sein Wissen ist klein geblieben, aber die Leute haben ihn nach oben geschoben. Das ist genau unsere Lage. Das sagen wir immer. Viele Leute verstehen das nicht. Aber wer versteht das am besten? Die Person selber. Weil wenn man diese Person sagt, ja, was kennst du über diese großen Gelehrten, was sie von Ikhtilaf gehabt haben und warum? Wie viele Hadithe hast du gelernt? Wie viel Tafasir hast du gelernt? Wer hat dich bestätigt von den Gelehrten? Das wissen wir doch alle. Aber einige schämen sich in diesem Zusammenhang. Subarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das ist ein Beispiel, was gemeint wird. Wer sich selber nicht ändert, dann wird auch das nicht schaffen, dass die Person die anderen ändert. Und wir können niemanden ändern. Das ist in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Da muss man aufpassen, barakallahu fikum. Und bevor du den anderen Vorwürfe machst, dann frag dich selber, ob du das machst, was die anderen tun oder nicht. Bevor du die anderen kritisierst, kritisiere dich selber. Bevor du nach Fehlern von den anderen suchst, suche nach deinen eigenen Fehlern. Das ist das Richtige. Und das ist der richtige Weg für einen Muslim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.